Das verwanzte Kinderzimmer. Eine ehemalige Mandantin macht sich große Sorgen um ihre Tochter. Sie selbst wurde als Kind missbraucht und hat Angst, dass ihrer Tochter das Gleiche passiert. Dankeschön. Gerne. Hallo. Hallo. Bitte, nehmen Sie Platz. Herr Lenzen, meine Tochter wird von einem Perversen beobachtet. Oh, wie alt ist Ihre Tochter denn? Sie ist gerade 12 geworden. Wie kommen Sie darauf, dass Ihre Tochter beobachtet wird? Im Kinderzimmer meiner Tochter war die Glühlampe kaputt. Und als ich sie auswechseln wollte, habe ich diese winzige Kamera an der Lampe entdeckt. Oh. Ich darf mal, ja? Hier, das sind wir. Anna, mein Mann und ich. Mhm. Ich würde diese Kamera ganz gern meiner Mittleren zeigen. Die ist drüben im Nebenzimmer. Ja. Würden Sie mitkommen? Ja, klar. Na, schau mal, das ist Frau Sternig. Guten Tag. Und die hat im Kinderzimmer ihrer Tochter diese Kamera gefunden. Kannst du die mal anschauen? Dankeschön, klar. Ja, das ist eine Funkkamera. Die aber auch auf einem integrierten Chip aufzeichnet. Vielleicht kann ich die Aufnahme ja unter Laptop überspielen. Das ist ja gut. Ich sag Ihnen, ich habe mich so erschrocken, als ich die Kamera entdeckt habe. Wenn ich mir das vorstelle, da sitzt irgendwo in einem dunklen Kabuff so ein perverses Schwein und starrt Anna die ganze Zeit an. Ich habe den Chip entnommen. Jetzt versuchen wir mal, dass wir das überspielen können. Das klappt. Oh Gott. Habe ich Sie nicht gesagt? Herr Lenzen, Sie müssen unbedingt herausfinden, wer dieser Spanner ist. Ja. Das Beste dürfte sein, wenn wir Sie jetzt gemeinsam nach Hause begleiten und da erstmal nachschauen, ob da nicht noch andere Kameras versteckt sind. Ja? Okay? Klar. Gut, dann gehen wir. Bitte. Nach Ihnen. Hast du alles? Ja. Prima. Diese Tischlertruppe raubt mir noch den letzten Nerv. Leute, lass die Finger auffliegen. Es gibt halt keine Feier. Vorsicht. Genau, dass das drin ist. Hau rein. Komm, zack, zack. Ach, die Bauherrin. Endlich. Frau Sterneck. Die Dachlatten, die Sie auf Kulanz ausgetauscht haben möchten, das habe ich mir eben noch mal angeguckt. Und das ist nicht so einfach. Das geht nicht einfach so. Und ob das geht? Wer hat denn hier gepfuscht? Ich oder Sie? Die Leitung wird ausgetauscht. Und zwar erstens schnell und zweitens auf Kulanz. Ja, Frau Sterneck, also, aber, hallo? Ey, das ist doch keine Art, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Sie haben eine ganze Menge um die Ohren, ne? Ich werde noch verrückt. Immer bleibt alles an mir hängen, weil mein lieber Mann ja nie da ist. Genau wie jetzt. Geschäftlich? Ja, er hat Kundenbesuche. Berlin, Hamburg. Manchmal sehe ich ihn nur am Wochenende, selbst dann nicht immer. Und um Anna kümmert er sich auch nicht. Sagen Sie, und Ihre Tochter, ist sie zu Hause? Nein, sie wollte noch zu einer Freundin. Sie kommt um 8. Zum Glück. Sie soll von dem ganzen Horror hier möglichst nichts mitbekommen. Hm. Haben Sie allerdings ein paar Vögel engagiert. Ja. Meine Tochter ist ja doch schon da. Ah. Was machst du denn schon hier, meine Süße? Hallo? Hm? Mareike hat ihr Vorspiel in der Schule vergessen. Ihre Eltern haben mich nach Hause gebracht. Ist das Besuch zum Essen? So viel habe ich nicht gekocht. Du, das macht gar nichts. Das sind... Keine Angst, keine Angst. Wir sind nur die neuen Nachbarn, die Glänzens. Wir sind gerade hierher gezogen und wollten nur mal kurz Hallo sagen. Du bist doch bestimmt Anna, oder? Mhm. Wo wohnt ihr denn genau? Hier die Straße runter, ein paar Häuser weiter. Ja, können wir uns dann das Haus anschauen? Natürlich. Ich bin schon so neugierig. Natürlich, ich zeige Ihnen alles. Gut. Bis gleich, mein Schatz. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Glauben Sie wirklich, dass hier noch mehr Kameras versteckt sind? Es ist schwer zu sagen, aber ich werde mir auf jeden Fall mal alle Räume anschauen, ja? Oh, na endlich, mein Mann. Ja, wo bleibst du denn? Ich habe eine versteckte Kamera in Annas Zimmer entdeckt. Was soll das heißen? Ich soll mich nicht verrückt machen. Wie bitte? Ich soll mich entspannen? Wir haben eine Kamera im Haus, das ist nicht entspannend. Nein, du fährst jetzt nicht erst noch mit in die Firma, du kommst hierher, ja? Es geht um die Familie. Irgendwelche Probleme? Der hat Nerven, entspann dich, Schatz. Er hat nur die Firma seiner Mutter im Kopf, nie denkt er an seine Familie. Haben Sie was entdeckt?
Ja. Noch eine versteckte Kamera. Oh Gott, noch eine. Naja, wie viel denn noch? Mein Gott, der Typ muss doch total pervers sein. Mama, komm jetzt schnell. Die verhaften unsere Bauarbeiter, da ist die Polizei. Kleine, ich geh mit Frau Sternig runter. Von meiner Baustelle meine Leute verhaften. Was soll das? Dafür gibt es einen triftigen Grund. Triftigen Grund, triftigen Grund. Was ist denn hier für ein Aufstand? Was machen Sie hier? Dieser Mann hat gegen Währungsauflagen verstoßen und wird in Haft genommen. Für Währungsauflagen? Das können Sie doch nicht machen. Was denn? Nein, das ist bestimmt ein Missverständnis. Meine Jungs, die sind absolut sauber. Ja klar, sehe ich. Eben kam noch heraus, dass einer auf Bewährung raus ist. Also meine, die sind fast alle auf Bewährung. Das ist ein ganz normales privates Resozialisierungsprojekt. Was glauben Sie wohl, warum ich Ihnen so günstige Preise machen kann? Ihr seid alles Verbrecher? Dann steckt also einer von euch hinter den Kameras, ja? Von welchen Kameras? Sexualstraftäter unter denen? Nein, 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 glauben Sie mir bitte wirklich nicht. Lassen Sie uns doch bitte einfach nur zusammen hinsetzen und darüber reden. Also wirklich, glauben Sie mir. Wir reden über gar nichts mehr. Sie können sich einen neuen Auftrag suchen. Ich hab die Schnauze voll. Packen Sie jetzt euch zusammen und verschwinden Sie. Alle. Aber Tempo. Frau Sternegg, also... Leute, ey. Sie haben gehört, ja? Packen Sie mal Ihre Sachen zusammen. Das war's. Super, na, schönen Dank. Ja, kommt, Leute, kommt. Zusammenpacken, Ende. Feierabend, ey. Wie konnte mein Mann nur so eine Assi-Firma beauftragen? Nur wegen dem Preis oder was? Und jetzt ist Anna im Visier eines Kinderschänders. Also ich garantiere Ihnen, wenn irgendeiner der Mitarbeiter dieser Firma etwas mit dem Aufstellen der Kameras zu tun hat, dann werden wir das herausbekommen. Bitte, Herr Lenzen, und schnell. Und bitte passen Sie auf meine Tochter auf. Ich will nicht, dass ihr irgendwas passiert. Ja, das ist doch wohl selbstverständlich. Mama, es ist fertig. Das ist schön. Du, ich habe gekocht. Nudeln und Soße sind auch schon fertig. Ja, es wird uns schmecken. Das ist bestimmt Papa. Ich gehe mal aufmachen. Mein Mann klingelt doch nicht. Naomi. Anna. Das ist meine Schwiegermutter. Tschüss. Sie darf nichts wissen. Ich will sie nicht beunruhigen. Ich habe gekocht. Oh, das ist ja toll. Klasse. Was machst du hier? Ach, ich wollte einfach mal zu euch reinschauen. Wie geht's dir denn? Ja, gut. Ich habe Besuch da. Ich verabschiede gerade die Nachbarn. Geh doch schon mal zu Anna in die Küche. Sie hat gekocht. Ja. Schau mal, die Omi hilft dir. Ja, gut, das machen wir. Komm. Ja. Also, ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Ja, und wir freuen uns schon auf den Gegenbesuch. Und wie geht's jetzt weiter? Meine Mittler, die wird hier bleiben. Die wird das Haus beobachten. Und ich werde die Firma überprüfen im Büro. Ja? Mhm. Okay. So, dann lassen wir Sie auch alleine jetzt. Ja, danke. Ja, danke. Tschüss, Sie finden raus, ne? Tschüss. Tschüss. Zweite Chance für Knackis. Das private Resozialisierungsprojekt eines Schreinermeisters bietet ehemaligen Häftlingen einen Neuanfang. Tata, die sind alle vorbestraft. Mhm. Und er stellt auch nur Vorbestrafte ein. Ja, und der war selber mal im Knast. Ja, und deswegen weiß er, wie schwer es ist für Knackis, wieder einen Job zu finden, ne? Ja, ganz genau. Aber ganz so uneigennützig ist das nicht, dieses Engagement, was er dann in den Tag legt. Er zahlt den allen nur den Mindestlohn und kann natürlich so auf dem Markt einen anständigen Preis anbieten. Und so profitiert er auch ein wenig davon. Gut. Die Arbeiter hatten auf jeden Fall alle Zugang zum Haus. Und sie hatten die Gelegenheit, die Kameras zu installieren. Ja. Es ist nur die Frage, was will derjenige? Ist der nur ein Spanner oder will er mehr? Du meinst, derjenige will das Kind entführen? Ja, aber denkbar ist das doch. Ja, ausschließen können wir es auf jeden Fall nicht, aber du kannst beruhigt sein. Sandra passt auf das Mädchen auf, da passiert nichts. Okay. Der stellt da ständig neue Leute ein. Und du willst jetzt, dass ich bei der Truppe anheuere? Wäre doch eine Idee, dann können Sie wenigstens bei den jetzigen Arbeitern ein bisschen näher umsehen. Wäre gar nicht so schlecht. Sandra. Sandra? Du stehst immer noch vor dem Haus der Mandantin. Der Ehemann ist vor ungefähr 20 Minuten von einer Geschäftsreise zurückgekommen. Und die streiten sich die ganze Zeit. So, was ist denn da los? Ich glaube, unsere Mandantin, die hat ein bisschen viel getrunken. Und jetzt macht sie ihm die ganze Zeit Vorwürfe und ist total durch den Wind. Außerdem sagt sie zu ihm, dass er das Problem nicht richtig ernst nimmt. Ja, die ist total in Rage. Das wundert mich überhaupt nicht, wenn die Frau, die macht sich tierische Sorgen um ihre Tochter. Außerdem ist sie selbst schon missbraucht worden. Damals von ihrem Stiefvater. Mensch, das ist ja krass, das darf ja nicht wahr sein. Sag mal, Ingo, weiß der Ehemann das? Keine Ahnung. Was sie ihm das erzählt hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie damals noch nicht mit ihm zusammen war, als das Ganze rauskam. Du, Ingo, der Ehemann, der möchte jetzt wegfahren. Wo will der hin? Ja, ich glaube, der will in die Firma. Will
jetzt in dieser Situation alleine? Ja, du, das verstehe ich auch nicht. Du, tu mir gefallen, ja? Beruhig dich bitte auch im Interesse des Kindes. Alles klar, mach ich, Ingo. Ich muss Schluss machen. Bis dann. Sag mal, die Mandantin ist von ihrem Stiefvater missbraucht worden? Ja. Sie ist damals zu mir gekommen, hat mich um Hilfe gebeten. Und ich habe sie dann als Nebenkläger vertreten. Hatte die keine psychologische Betreuung? Doch, doch, hatte sie. Die ganze Zeit. Oder also auch vor dem Prozess natürlich und auch nach dem Prozess. Und, aber wie lange nach dem Prozess, weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Wir haben dann irgendwie noch den Kontakt verloren. Und ich wusste noch nicht mal, dass sie eine Familie hat. Wie lange ist denn der Prozess gegen ihren Stiefvater schon her? 15 Jahre. Aber du, das kannst du dir vorstellen. Ne? Sowas vergisst du nie. Nee. Das erklärt auf jeden Fall, warum sie so austickt. Na ja, klar. Was allerdings nicht erklärt, warum ihr Mann überhaupt nicht auf sie eingeht. Der ist völlig unsensibel, der Bursche. Aber weißt du, der weiß die Situation ja überhaupt nicht einzuschätzen. Der weiß nichts von ihrer Vergangenheit. Der denkt nur, die sei vielleicht zickig oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall ist das echt krass, das ehemaliges Vergewaltigungsopfer zu sehen, wie die eigene Tochter ins Visier von so einem Perversen gerät. Ja. Aber Sander, passt auf. Okay, weißt du was? Wir machen es so weiter. Du schleust dich gleich morgen früh in diese Firma ein und guckst, dass du da was rauskriegst.